Square Enix, Eidos und WB Tackle und DC, Rocksteady und lieber Sandro. Und scheiße ist das laut gewesen. Nvidia. Noch mit dem alten Nvidia Way It's Meant to be Played. Von wann ist es? Hier, 2010. Und damit seid ganz herzlich willkommen zu Batman Arkham Asylum. Wir starten ein neues Spiel. Hier 29. März 2017. Das war damals meine Gameplay-Aufnahme, wo ich ja so große Probleme hatte, was ich das ein oder andere Mal erwähnt habe. Hier habe ich gerade nochmal, also hier habe ich gerade reingeschaut, weil ich eigentlich den Sound anpassen wollte. Aber irgendwie hat es das nicht übernommen. Schade. Untertitel. Ja, mach ich mal rein. Weiter. Was schwer? Ich geh mal auf normal. Okay, und Autosaves. Autosaves sind in diesem Spiel scheiße. Zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Hey, Sharpie! Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast! Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles! Yo, Frankie! Wie geht's Frauen und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Klappe, Clown! Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich? Laufen stört mich nicht! Hey! Nicht so fest, du zerknitterst den Anzug! Bring diesen dreckigen Kretin hier raus! Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Lobby der Intensivbehandlung. So. Meine Fresse ist das laut. Sir, er wartet an der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie, filmst du auf meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Ich will, dass er sicher weggeschlossen wird. Bei einem sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Ein neuer Patient in der Lobby der Intensivbehandlung. Das nicht erforderliche Personal muss den Bereich verlassen. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Natürlich schafft er es irgendwie auszubrechen, ansonsten wäre das Spiel an der Stelle vorbei. Der Tunnel ist voll. Scan-Prozess starten. Scan wird initialisiert. Wisst ihr was?
Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Das war viel intimer. Ich habe ein rotes Licht. Mehrere verbotene Gegenstände. Ich will, dass Joker nochmal durchsucht wird. Das ist nicht der Patient, das ist... Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir. Batarangs? Batclaws? Batsnakes? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn hier raus. Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lasst ihn nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Ash. Apropos Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack. Hör ich da ein Was ist los, Doc? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Gut. Bleiben Sie hinter mir. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot. Du entkommst mir niemals. Ich hätte geglaubt, dass daraus das beste psychiatrische Entwicklungs- und Rehabilitationszentrum für geisteskranke Straftäter werden würde. Joker! Auf einer kleinen Insel an der Gossenbeck. Joker! Bin gleich bei dir, Boss! Die Freude werde ich dir nachher auch noch mit sich prügeln. Der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ach, als ob dich das interessiert. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das aber schnell! Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Müssen Sie meine Temperatur messen? Ich lasse gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Alarm in der Intensivbehandlung. Kategorie 9, Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschutzerlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Nein. Dann war es wohl einer der Wachen. Krog, alter Junge, bist du das? Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Ich verstehe es nicht, warum sie dir nicht einfach alle schießen. Ich meine, was willst du da noch therapieren? Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding hier ein raus. Sofort hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman. Ich reiß dich in Stücke, esse deine Knochen. Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben. Mach die Grafik. Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle vorbeigekommen? Tolle Nacht! Wie bin ich daran vorbeigekommen? Es wurde mir gesagt, nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starben. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in Ordnung. Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an.
Anwesenheit in unserer Anstalt ist nur kurz. Was? Vertraust du mir nicht? Es wird abgeraten, sich ganz zu nähern. Ist angekommen. Die unteren Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf Alpha-Rot. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell, wir verlieren ihn, Joker! Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause. Komm rein. Willkommen im Edelhaus, Batman. Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetroffen. Und jetzt lass die Party beginnen. Joker! Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Unterbrechung des Programms. Bis vor ein paar Sekunden wollte ich jeden in diesem Raum töten und mir dann Kampfmoves ansehen. Aber dann, naja, Sie wissen, wie sehr ich ein aufmerksames Publikum liebe. Zack. Finaler Schlag. Ich wärme dich nur auf, Bats. Ich muss erstmal in die Steuerung wieder reinkommen. Aus der Besserungsanstalt Blackgate. Mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Angriff für Konter. Tut mir leid, Batman. Ich muss schnell weg. Ich muss noch irgendwo Leute killen. Okay, kontern ist... damit. Und Touchdown. Das System ist blockiert. Wir sitzen hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitstore. Ich finde einen Weg raus. Leertaste. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, Bats. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Ich bin ein Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze. Wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach runter? Ups, nein. Ja, okay. Ich dachte, ich muss den Weg raus. Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Charakterbiografie. Genau. Also ich hätte entweder zielen können, oder aber wenn ich die eine Daumentaste drücke, dann... kann ich damit schnelle Batarangs werfen. Die auch gezielt. Joker war fleißig. Diese armen Wachen hatten nie eine Chance. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Die Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B3. Ah, X. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B2. Genau, mit X aktiviere ich den Sicherheitslücke Blick. Auf Ebene B8.
Meine Fresse, das Spiel ist entweder laut oder leise. Sicherheitslücke auf Ebene B1. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B6. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B4. Und zack. Ich mag dieses fiese Kampfsystem hier. Sicherheitslücke auf Ebene B3. Warnung. Hey, Batman! Hier drüben! Ja, hier drüben. Oracle, hörst du mich? Laut und klar, was gibt es? Joker ist der Bewachung entkommen. Er läuft frei in Arkham herum. Brauchst du was? Ist mein Dad immer noch da? Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Denk drüber nach, was du machst, Seth! Okay. Da sollte ich noch nicht hin, sondern erstmal mit dem da reden. Herausforderung freigeschaltet, Intensivbehandlung. Okay, ich rede erstmal mit dir. Okay, dann rede ich nicht mit dir. Okay. Eventuell habe ich da gerade einen Dialog geskippt, weil ich erstmal in die falsche Richtung laufen wollte, ohne zu wissen, dass es die richtige Richtung war. Lass die Finger vom Auslöser, Zess! Gott sei Dank, es ist Zess! Er hat Mike, er wurde an den Stuhl geschnallt, Zess ist völlig durchgeknallt! Warte hier. Er wird Mike töten, wenn er sieht, dass jemand versucht, sich ihm zu nähern. Er wird mich nicht sehen. Wenn ich irgendwas sehe, was einer Fledermaus auch nur ähnelt, stirbt dieser Aufseher. Habt ihr verstanden? Das Schwein gegrillt wird. So, dort sehen wir. Du kannst nicht einen kaputten Monitor. Lass ihn frei! So, ich schleiche mich hier vorbei. Halt! Er hat dir nichts getan! Seth hat meinen Kumpel. Er wird ihn grillen. Mach was, bitte! Beschäftigen Sie ihn. Ich muss hinter ihn. Charakterbiografie, Victor Sass. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Diese alten Wasserspeier sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Ah, das hier ist die richtige Maustaste. Und... Bam. Zess ist am Boden, aber nicht lange. Ich muss nah ran und ihn ausschalten. Genick gebrochen. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Gefällt dir meine neue Uniform? Ziemlich heiß, hä? Und ich will dir auch was zeigen. Ein Moment, Batman. Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Batman, hörst du das? Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Der Raum ist verschlossen. Ich kann das Tor nicht öffnen. Wir
Wir sind hier eingesperrt. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Er ist raus. Batman hat einen Weg rausgefunden. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackout-Gefangene. Beim Heizkessel. Wer ist das hinter ihm? Was zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er ausbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Riddler-Trophäe gefunden. Das speichert jetzt, oder? Klonk. Ungeachtet der Wache, die da unten steht und eventuell davon erschlagen werden könnte. Oh nein, Batman! Oh. Wir haben jetzt die Kontrolle. So, hier speichert's. Gut, damit bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock auf Batman wie ich. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.